Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Spooky-Video, das ihr euch so oft wieder in den Kommentaren gewünscht habt. Ihr habt schon sehr oft danach gefragt. Uns ist die Rede von TikToks, die du niemals alleine um 3 Uhr nachts anschauen solltest. Tut es nicht, weil wirklich, man kann danach nicht mehr schlafen. Das, was den Leuten passiert, ist nicht mehr normal. Und wenn ihr selber irgendwas Seltsames, Mysteriöses, Paranormales erlebt habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kann auch eine Story sein, die ihr mal erzählt bekommen habt von jemandem. Also es muss nicht unbedingt euch passiert sein, falls euch zum Glück noch nie so etwas passiert ist. Vergesst den Daumen nach oben nicht, wenn ihr Bock habt auf mehr spooky Videos, Leute. Und abonniert gerne den Kanal, falls ihr neu hier seid. Aktiviert die Glocke und ich würde sagen, let's go. Wusch. Wir haben das aufgenommen, weil wir komische Geräusche aus meiner Mutters Zimmer gehört haben. Wir haben nichts gesehen, bis wir das Video nochmal angeschaut haben. Hä? Moment, ganz genau hinschauen jetzt. Geist oder weiß ich auch nicht. Also ich bin mir sowas von sicher, dass ein Geist war. Es war kein vorbeifahrendes Auto oder so, was durchs Fenster geschienen hat, weil es sieht auf jeden Fall anders aus. Also falls ihr eine genaue Erklärung habt dafür, dann gerne her damit, aber ich kann es mir nicht erklären. Krass, das ist Gänsehaut. Alter, du kriegst so Angst. Was ist hinter dir, als du das TikTok gemacht hast? Habt ihr es gesehen? Ganz schnell. Ist da irgendwie auch wieder so eine Schattenfigur lang gehuscht? So schnell irgendwie. Habt ihr die Füße gesehen? War das gerade ein und derselbe Geist? War das im selben Haus? Boah, würde ich das erst im Nachhinein sehen? Ich hätte so Angst, zu Hause alleine zu sein. Sie hat anscheinend das ja irgendwie bemerkt. Hat es entweder in der Kamera selber gesehen, weil sie Selfie anhatte, oder sie hat irgendwas gespürt, so gehört. Mega, mega spooky. Ich bekam Angst. Er hat irgendwie bemerkt, dass der Spiegel irgendwie kein richtiger Spiegel ist. Schaut selbst. Was hat er da? Ein Flyer? Was ist da los? Oh mein Gott, er ist einfach mal in Schockstarre. Ich habe Vertrauensprobleme. Leute, checkt wirklich lieber, wenn ihr irgendwo seid, ob das tatsächlich ein Spiegel ist. Ob man den irgendwie vielleicht abmachen kann oder so. Weil normalerweise sind die ja eigentlich nur an die Wand gehängt. Irgendwas hat sein Flyer da gemopst. Und ich habe keine Ahnung, wer oder was das war. Entweder ein Geist. Oder, ja, jemand, der dich ausspioniert. Wie aus solchen gruseligen Filmen. Die wollten einfach nur nach dem Helfen mit dem Umzug ein bisschen feiern und haben was im Hintergrund entdeckt dabei. Oh mein Gott, da war jemand im Hintergrund. Habt ihr es gesehen? Mit leuchtenden Augen. Dann ziehst du gerade schon in ein neues Haus. Ein neues, altes Haus vielleicht. Und dann direkt das. Da wollte der Geist wohl auch Party machen. Da würde ich direkt ausziehen. Wer wäre auch dabei und würde direkt wieder gehen? Der postet aber jetzt ein Geister-Emoji in die Kommentare. Leute, das Licht geht die ganze Zeit an und aus. Seit morgens. Und er weiß gar nicht, was da los ist. Sie ist hier, sie ist hier, sie ist hier. Sagt Alexa. Oh mein Gott. Ich glaube, ich kann den Sound nicht abspielen, weil wieder Musik im Hintergrund ist. Aber schaut euch das TikTok selber an. Das Licht war die ganze Zeit am Flackern. Der Mann wusste nicht, was da los ist. Und auf einmal spinnt Alexa rum und sagt, sie ist hier, sie ist hier, sie ist hier. Wie spooky ist das bitte? Was soll man da in so einer Situation machen? Ich weiß es gar nicht. Also er klang mir sehr danach, als hätte er extrem Angst. Und ich glaube, das war nicht gespielt. Weil wie soll es doch deine Alexa dazu bringen, dass sie sowas sagt? Was hat er gefunden? Okay, er möchte auf Klo und? Ja, einfach mal Backrooms geworden. Ich glaube, ich wäre da auch nicht mehr auf Toilette gegangen. Ich weiß ja nicht. Ich habe das Gefühl, wenn du sowas siehst, gehst du erstmal verloren. Ich war alleine und das ist passiert. Okay, er hat mega Angst und seine Tür bewegt sich die ganze Zeit hin und her. Und er ist komplett alleine. Einfach mal zugegangen. No way. Da ist keiner, Leute. Keiner. Sag mir nicht, der hat auch noch so einen Einbauschrank und sowas. Das ist manchmal so verschachtelt bei denen immer in Amerika, die Häuser. Ist jemand auch noch im Badezimmer? Er ist komplett alleine. Der hat Angst. Ich glaube, ich hätte auch Angst. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr seid komplett alleine zu Hause und da passiert sowas mit den Türen. Ich glaube, da war kein Fenster auf.
Wie kann sowas passieren? Schau das nicht alleine an. Was ist das? Da läuft einfach mal jemand lang. Alter, schon wieder so eine Schattenperson. Weg. Weg. Wie kann die weg sein? Und da ist niemand. Keiner. Boah, nee, ich würde den Schock meines Lebens bekommen. Ich hätte sowas von Angst. Ich glaube, jeder von uns, oder? Ey, das ist verdammt gruselig. Richtig, richtig gruselig. Oh mein Gott, ich weiß, was sie tanzen. Ich weiß, wer auch. Oh mein Gott. Oh, es bewegt sich von selber. Da zieht keiner dran, nix. Die wundert sich selber, was ist los? Du willst einfach nur diesen Tanz tanzen und dann passiert sowas? Ich glaube, der Geist wollte gerne mitmachen, aber er wusste nicht wie. Deswegen hat er einfach die Küchenrolle bewegt. Girl, lasst uns hier abhauen. Girl, there ain't nothing back there, I'm telling you. Da ist nichts da hinten, sagt sie. Was ist passiert? Nothing back there, right? Da ist nichts, oder? I told you. Oh mein Gott! Die andere Freundin war sich noch sowas von sicher, da ist nichts, aber da war was. Da war etwas. Boah, nee. Die hat es nicht bekommen, er hat das Licht ausgemacht. Er war dabei zu singen und hat was Merkwürdiges entdeckt. Da unten, da unten! Und es geht noch weiter, Leute. Das Gruselige ist, er hat von dieser Person höchstwahrscheinlich auch noch ein altes Gemälde zu Hause. Und zwar das hier. Lebt ihr Geist in dem Haus? Sah auch so aus, als hätte sie das Kleid angehabt. Findet ihr nicht, dass die Silhouette, die man unten sah, dazu passt? Zufall? Ich glaube nicht. Ja, vielleicht mochte sie sein Gesang, weil das sie an früher erinnerte, weil er singt so opernmäßig. Keine Ahnung. Nope. Oh, da ist jemand! Da ist jemand! Oh, hat das Gesicht gesehen? Was? Hier? Weg! Habt ihr das gruselige Gesicht gesehen? Das war mein schlimmster Albtraum. Wirklich, vor sowas habe ich Angst. Vor sowas habe ich richtig Angst. Dann öffnest du das und es ist weg? Das kann doch keine optische Täuschung sein. Da war jemand. Oder etwas. 3.23 Uhr und wir müssen auf die eine Puppe da achten. Oh, warum sehen die alle so gruselig aus? Die erinnert mich an meine. Die hat auch ihre Augen bewegt. Leute, no joke. Ich sag ja, solche Puppen sind verflucht. Oh mein Gott, was da denn passiert? Plötzlich ist etwas aus ihrem Schrank da gefallen. Von selber. Das war niemand, das ist von selber rausgefallen. Könnte natürlich sein, dass der Schrank nicht richtig geschlossen war und das Zeug auch nicht so richtig drin war, aber ich weiß nicht so ganz. Meint ihr, es war ein Geist oder eher weniger? Oh ja, so tolle Überwachungskameraaufnahmen. Mega spooky. Okay, sind nach Hause gekommen. Schauen wir noch überall. Warum lassen die Tür auf? Und jetzt? Da ist jemand. Ja, aber warum hält das da? Hä? Wurde das jetzt da gestoppt? Ist es da hängen geblieben? Was war das? Also es sah mir so aus, als wäre da eine Person. Eigentlich müsste dies eine Mädel die gesehen haben, oder? Aber hat sie anscheinend nicht. Aber warum hat sie die Tür aufgelassen? Ich verstehe gar nichts. Trotzdem gruselig. Wenn irgendjemand die ganze Zeit da war und du siehst es auch nicht. Erst auf der Kamera. Schmeiß den Tisch weg. Leute, der Stuhl! Du musst aber den Tisch wegwerfen! Schmeiß den Stuhl raus! Doch nicht den Tisch! Aber vielleicht ist das ganze Ding da komplett verflucht. Sah mir auch ein bisschen alt aus. Also ich weiß nicht so ganz, aber es hat sich von selber bewegt. Und die hat sowas von Angst bekommen. Sechs Monate, bis sie wieder was aufgenommen hat. Okay, was soll jetzt passieren? Was war das? Sowas finde ich mega gruselig, Mann. Wenn plötzlich irgendwie was umfällt. Genau sowas. Wie soll der Becher einfach umgefallen sein? Warum auch? Total seltsam. Richtig, richtig seltsam. Okay, sie wohnt in so einem alten Bestattungsinstitut, so ein Haus. Das ist ja eher üblicher, glaube ich, in Amerika. Da gibt es ja mehr so Häuser, sehen relativ normal aus. Ich glaube, die wohnen da auch eigentlich, aber gleichzeitig ist es auch ein Bestattungsinstitut. Klingt mega spooky. Also ich könnte mir nicht vorstellen, sowas drin zu wohnen, aber sie as anscheinend you guys schon. Requested, here is haunted video number one. So I just moved into this 1800s Victorian funeral home. I'm restoring it. Aus 18. Jahrhundert? Bestattungshaus?
Entschuldigung, aber nein. Now, as I'm trying to film this for you, what you doing, Mama? The door keeps squeaking. The cat noticed that something was weird. Die Tür hat angefangen, it was not the wind. Quietschen. So I take this ball. Ich glaub, man hört das, ne? Okay, so I take this ball and I throw it. I'm the only one upstairs. I tell the spirit, if this is a spirit who put this ball here, bring it back to me. Now, when I wake bring it here, up bring it here. In the bring morning, it, here. Bring it, here. It is what? Outside. No way, nee, door. Das kann nicht sein. Das kann niemals sein. Was? Sie hat den Ball da runtergeworfen und gesagt, dass der Geist ihr das wieder zurückbringen soll. Ich glaube, sie hat darauf gehofft, dass es wieder hochgeworfen wird, aber sie ist dann schlafen gegangen. Am nächsten Morgen lag es einfach mal da auf der Matte. Da wollte wohl jemand nicht direkt mit dem Ball spielen, aber dir trotzdem ein Zeichen geben? Also wenn die nicht mega spooky war, dann weiß ich auch nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Stories, damit ich mich noch mehr gruseln kann und überhaupt gar kein Auge mehr zubekomme. Und ja, mein nächstes Video wird richtig, richtig cool. Also seid unbedingt wieder am Start. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab euch so, so da lieb.